Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Das Sommerfest steht in 3 Tagen an. Was wird uns wohl jetzt erwarten? Eine Information, dass das Sommerfest in 3 Tagen ansteht? Buenos dias, Mr. Roble. Ich wollte dir nur sagen, dass es bald wieder Zeit für Sommerfest ist. Es findet in 3 Tagen statt. Bei dem Fest treten die Dorfbewohner in einem kleinen Wettkampf gegeneinander an. Wir nennen es das Hammerschwingen. Wer wird sich an die Spitze setzen? Wenn Oliving hat der Hitze trotzen und über den Sommer herrschen. Hey, war nur ein Scherz. Mein Sohn und seine Freunde haben schon angefangen, dafür zu trainieren. Aber unter uns gesagt, ich glaube, du könntest dir den Sieg holen. Also enttäusch mich nicht. Ich habe ihn letztes Jahr auch geholt. Hallo, Rainer. Und einmal reden. So, und wie sieht's aus? Ja, passt voll. Doch. Hallo, Flitzinchen. Und es ist wieder ein schönes Wetter draußen. Ach, ist das schön. Nein. Und ja, ich brauche wieder Favorit, deswegen gleich erstmal einsammeln. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie sieht's denn hier aus? Oh, die Teeblätter sind fertig. Wunderbar, schöne Teeblätter. Und Teeblätter, Teeblätter, Teeblätter. Oh. Und Wassermelone ist auch fertig. Sowas sieht man doch richtig gerne. Das ist aber noch nicht fertig, ne? Nein. So, dann holen wir mal ganz kurz die Hühner raus. So. Boah. Das Treffen ist für mich immer wieder schwer, ne? Das war doch sowas von getroffen, aber ich sag dazu nichts, ne? Fulgurit. Ja, ich lasse die Fischernetze jetzt erstmal ganz kurz da fischen, fischen. Den Fischen, fischen sein. So, hier noch die Pfützen holen. Ich glaube, damit haben wir dann alles an Fischen geholt. Die Hühner ganz kurz glücklich machen. Das rüber. Salz hatte ich jetzt gar nicht zum Verarbeiten gegeben. Verdammt, was ist mit mir los? So. Jetzt hier rüber gehen. Pfütze Nummer 1. Pfütze Nummer 2. Und da haben wir die Bohnen. Genau das, was ich haben wollte. Und damit starten wir auch schon den nächsten Event, glaube ich, bei den lieben netten Wichteln. Aber ich sehe auch, wir brauchen für den Sommer wieder neue Sachen zum Einpflanzen. Alles wird zeitgleich fertig. Ich meine, bei dem Bodenschluss endlich freue ich mich. Die sind nämlich schnell produziert und man kriegt auch sehr viel raus. Finde ich natürlich positiv. So. 4 Stück sind fertig und 2 Stück kann ich wieder bepflanzen. So. Und Champignons. So, ich kann bepflanzen 2 Stück. Ich kann mit Samen bestücken 2 Stück hier. So, hier kann ich das Holz holen. Sind wir da auch durch? So, dann hier gucken. So, die Tiere rauslassen. Die ich mich beim letzten Mal nicht gekümmert habe. Ich weiß, ja. Böser Troplay. Ganz böse. Tut mir leid. Die brauchen ja auch mal Ruhe von mir.
Das heißt, 6 Felder muss ich bepflanzen. So. Den Pilz können wir schon mal loswerden. Melonen und so weiter muss ich jetzt erstmal gucken. Kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Deswegen erstmal zum Blütenwindgarten schauen, was wir da haben und so weiter und so weiter und so fort. Und dann langsam nach und nach können wir dann alles aufbauen. Ich hatte nichts gepflanzt. War ich echt so besoffen. Oh Mann. So, Teeblätter und Bohnen können weg. Dann brauche ich hiervon 12. Und hiervon auch 12. Was pflanze ich denn mal? Knoblauch, komm. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt vergessen habe beim letzten Mal. Fertig. So. Und 12 rote Paprika. Die bringen wir dann zu dem Immer-Sonnengarten. Ja, ich könnte die Paprika pflanzen, fällt mir gerade mal so ein. So. Zehn. Und zwei muss ich hier zwischenlagern. So, machen wir mal so. Die können rüber. Zwei packe ich erstmal dahin. 16 ist auch schon mal gut. Kann ich nämlich dafür schon mal was machen. 16 Stück. 16 Tomaten. Nein, halt, stopp. Tomaten wollte ich eben nicht so machen. Das bringt mich nämlich nicht weiter, weil... Seht ihr das? Das bringt mich nicht weiter. Wir haben hier nämlich schon Tomaten in Massen. Wenn ich jetzt noch Tomaten wieder so pflanze. Wobei doch 16 würde mich weiterbringen, klar. Wenn die dann nämlich leer sind, dann geht es jedenfalls mit den Tomaten weiter. Stimmt, macht Sinn. Doch. Und ich bekomme so viele raus, dann macht 16 dann natürlich doch Sinn. Doch, klar. 16 Tomaten, ja. So, aber was dann noch? Der Rest ist noch nicht fertig. Die Frage ist, wann wird es fertig? Also insofern erstmal im Raureifgarten. Aber auch da ist wieder was fertig geworden, was ich hier wieder lagern kann. Aber ja, es ist auch hier noch einiges, was erledigt werden muss. Zurück zum Hof. So, die 6er Tomaten.
Eins, zwei. Komm, und bevor das echt umsonst ist, pflanze ich die nochmal. Es gibt ja zum Schluss dann trotzdem Geld. Also insofern ist ja alles gut. Es fehlt mir nur ein Feld. Nein, das wollte ich, das wollte ich und das wollte ich. Die Ananassamen. Weg, weg. Brauche ich noch Melone weg. Hier behalte ich mal 10 Stück. Ja. 6 Ananassamen. Könnte ich in Kombination mit den Sonnenblumensamen bringen? Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange die Ananassamen brauchen, aber die brauchen 6 Tage im Sommer. Und die Sonnenblumensamen sind auch 2 Stück. Auch 6 Tage. Seht ihr? Es passt genau. Dann reisen wir gleich zum besonderen Ort. Und wir bekommen wieder Orichalcos. Da fehlt uns auch nicht mehr viel für den Herbst. Kann ich auch bald die Gerätschaften schon fertig machen. Nein, dreh dich nach links, Mann! So. Schon 80. Okay, gut. Ganz logisch denken jetzt. Du hast jetzt Orichalcos wieder bekommen. Auch wieder Steine bekommen. Orichalcos wären 3 Stück, die ich jetzt bekommen würde. Bringt mich also aktuell nicht weiter. Da kann ich auch warten. So. Und wollen wir die Ananas da? Schön. Schön, schön, schön. Wunderbärchen. Das funktioniert alles super. So, dann kann ich jetzt ins Dorf. Und mich um die Wichtle kümmern oder Erdgnome. Hätten da so viele Bäume in seine Stube gestellt, damit die Katzen da lang rennen. Sind da alles Kratzbäume für die Katzen? Komm, ich kann auch einmal mit euch allen reden. Weil man darf auch nicht vergessen, jeder von denen hat dann ein Event für jemanden. Ist das denn? Damon. Lulatsch. So. Eine Bohne für die Gnome.
Keine Belohnungen. Alles super. Ich könnte jetzt jedem hier noch eine Bohne geben. Danke. Hier eine Bohne. Danke. Hier eine Bohne. Danke, du bist so nett. Ja, ich möchte halt, dass du gesund lebst, ne? So, mal wieder zurück, nachdem wir ein paar Bohnen verschenkt haben. Da. Können wir die restlichen Bohnen jetzt auch noch verkaufen? So, jetzt gucke ich nach den Fischen. Halt außen lang. Gemeiner Kalmar. Eine Sardine. Eine Sardine. Gemeiner Kalmar. Okay. So. Und wieder hier alles so rein. Fischstücken. Mit neuen Netzen. Damit der Angelskill ein bisschen nach oben kommt, ne? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, ich habe mich noch gar nicht um meine Tierchen gekümmert. Seht ihr mal. David melken. Kevbro melken. Kevbro streicheln. Voll der Emo, ey. So. Sasse die Haare schneiden. Ein bisschen an Diane und Ursula rumzitzeln. So. Elisa scheren. Fox. Michi. Und Blackmoon. So. Ernsthaft, mein Inventar ist voll. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal unser Inventar leeren. Merci. Fisch weg, Fisch weg, Fisch weg. Fisch, Fisch. Fisch. Wie Fische sind das gar nicht, die ich habe? Das sind mehr so hier diese anderen Sachen, diese Kleinigkeiten. Rüber, rüber, rüber. Rüber. Habe ich schon wieder irgendwas 10 Stück voll? Ja, habe ich. Dann nehmen wir das doch mal. 10 Stück, zack. Können wir dann da oben zur Verarbeitung geben. Da. Ich glaube, der Honig war jetzt noch nicht fertig. Sieht inventartechnisch aus. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Fische bekommen. Von der verschiedenen Güteklasse. Ernsthaft, ich habe mich selber mit meinem Motorrad blockiert. Danke. Und wieder neu platzieren. Und auf dem Weg nach oben. Und hier ist das nächste, was wir einsammeln können. Oh. Hier haben wir definitiv neue Fische. Und hier haben wir definitiv keinen Platz mehr im Inventar. Oh Mann. Die Entwickler, ich brauche noch mehr Platz. Ziegenmilch.
Und hier haben wir normale Milch. Können wir gleich mal gucken, ob wir jetzt die Unterschiede erkennen. Nö, nicht wirklich, ne? Halt. Neu platzieren. Hundertprozentig wird der jetzt voll... Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Es hat genau gepasst, liebe Leute. Es hat genau gepasst. Wow. Vielleicht beim nächsten Mal wieder untersuchen gehen lassen. Oder beziehungsweise nicht untersuchen. Ich kann ein paar Fische spenden. So. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Sardine weiß ich. Sperrkalmar kann weg. Der hier ist auch teuer. Der ist teuer, das ist ein Einser. Dann Abalone weg. Makrele. Aha. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Achso, da. Das war eine Muschel. Jetzt muss ich mich entscheiden. Einfach hier reingehen und lieben Gott einen guten Mann sein lassen. So, wo haben wir denn hier die ganzen Milchprodukte? Da haben wir auch das. Das Bärchen. Da haben wir den Oregano. Hier haben wir die ganzen Fischchen. 8 Fisch. Ich weiß nicht, ob ich den Prachtfisch schon hatte. Verdammt. Den nehme ich mal mit. Den Hering weiß ich auch nicht. Es ist blöd. Man bräuchte irgendwie so eine Auflistung so von den ganzen Sachen. Ach, davon kann ich gar nicht so viel verkaufen, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das zum Verkaufen. Halt, was mache ich denn da? Du kannst natürlich noch weg. Den gemeiner Kalmar, den hatte ich schon. Definitiv. Na, euch beide hatte ich definitiv schon noch nicht. Amerikanischer Flussbarsch? Weiß ich auch nicht, ob wir den schon hatten. Was ist ehrlich? Das ist so... Ich würde es gerne wissen, muss aber jedes Mal dann ins Museum gehen, um das herauszufinden, ne? So. Ganz knapp. Ach, Mist. Egal. Egal. Wichtig ist, dass das Geld am Schluss... Schlussendlich am Ende stimmt. So. Ja, wenn ich hier hochgehe, dann wisst ihr, was es heißt. Die Folge geht zu Ende. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.